Ja, bei mir geht es wirklich eben langsam voran und aber je mehr Abonnenten man dann wirklich hat, umso mehr kommen dann wirklich die Nachrichten, nee, kannst du nicht mal mit mir aufnehmen und bla bla bla. Ich meine, ich suche mir dann immer wieder mal ein paar Leute von meinen Abonnenten raus, wo ich dann, wenn mir langweilig ist, auf den Kanälen ein bisschen rumschnüffel und mir die Videos anschauen. Und wenn ich dann wirklich sage, okay, den finde ich richtig cool und ist wirklich auch nett anzuschauen, dann schnappe ich mir die Leute einfach, lade die hier mit ein. Oder so wie jetzt in meiner On-Tour-Folge, dass ich dann die einfach mal mit erwähne und meine Abonnenten da drauf aufmerksam mache. Ja. Ja. Jetzt verbrenn du Scheiß-Skelett. Warum verbrennen die jetzt nicht? Ach so, hier ist. Oh, du hast ja schon ein halbes Dach raufgezimmert. Ach du Scheiße. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das jetzt noch weitermachen soll. Weil eigentlich sind Dächer meine Schwierigkeit immer gewöhnt. Das ist das, was ich so richtig hasse. Ja. So von außen ist gar nicht so schlecht, wenn ich das so baue. Da kann ich eigentlich so die totalen Winkel reinmachen, aber dann die passenden Dächer dazu zu finden, sage ich mal, das hasse ich immer. Da liegt eigentlich meine Schwäche. Deswegen bin ich gerade froh, dass ich das irgendwie hinbekommen habe. Okay, aber nach der Reihe würde ich dann wahrscheinlich schon aufhören, sonst wird das Ja, zu ja. hoch. Aber es sieht doch schön aus, Voll, das ja. Dach. Was hast denn du? Ich hab's auch nicht so mit Dächer bauen. Ja, aber beim Dach ist es immer so eine Schwierigkeit bei mir. Okay. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, bei welchem Thema du eben warst, was du da angesprochen hast. Jetzt habe ich das ja voll Nicht vergessen. nur du, ich habe es auch vergessen. Egal, hast du irgendein Thema, wo du sagst, also das sollte auf jeden Fall mal angesprochen werden? boah, weiß ich gerade gar nicht. Nee, mir fällt gerade kein Thema mehr ein. So, was ich hatte, glaube ich, gerade noch eins, jetzt habe ich es aber auch wieder vergessen. Ich bin. Also, Man merkt schon, ich werde langsam alt. ach Gott, du bist ja süß. Ich glaube, ich werde alt. Das kann ich mit fast 25 eher sagen als du. Ja. Oh, Mann, du dummes Skelett. Ja, warum verbrennen Skelette hier in der Bude nicht? Hau ab. Oh, jetzt habe ich ihn geklatscht. Ups. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, hast. Ups. Wie ist es denn bei dir? Du hast ein ganz normales Minecraft-Let's Play am Laufen, ne? Ja, das Dragon Ball Z ist ein Modplay, aber ist so gesehen Minecraft Let's Play. Das Gute an dem Minecraft Let's Play ist halt, dass du eine Story hast und da ist eigentlich, würde es halt auch ein Ende geben und nicht du baust, 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 sondern das ist halt wirklich so wie Dragon Ball Z, du kämpfst wirklich halt Okay. hauptsächlich nur. Das ist ja cool. Und das macht halt wirklich viel mehr Bock als so ein normales Minecraft Let's Play. Okay. Also das ist viel, viel geiler auf jeden Fall. Mehr Action drin und ich finde auch so ein Minecraft Let's Play wird nach der Zeit irgendwo auch langweilig, weil irgendwann hat man keine Bauideen, vor allem bei mir, also oder für mich, Okay. weil ich generell nichts, wie gesagt, bauen kann, ne? Und ja, Aber da. deswegen, also für mich wäre sowas gar nichts. Okay, aber dafür, dass du nicht bauen kannst, ist das Haus eigentlich recht schön geworden. Ja, freut mich auf jeden Fall. Kann man eigentlich gar nichts Ja, sagen. da kommen jetzt bestimmt wieder ganz viele. Ach komm, da kann ich viel besser und oh gut, man kann aber wenigstens bis Level 30 verzaubern. Wenn ich dich einmal hier habe, kennst du dich mit so Verzauberungszeug aus? Je nachdem, was du meinst. Also die Effekte kenne ich so, aber. Okay. Ich kann ehrlich gesagt mit dem Ding hier überhaupt nichts anfangen. Echt gar Nein, nichts? überhaupt nicht. Ich habe mal so ein, was war denn das? Ich glaube, ein Buch und da habe ich irgendwas reingeschrieben und das ist dann nicht mehr weggegangen. Keine Ahnung, was da mit dem Mit Buch den passiert ist. ja, das ist dann irgendwie so ein beschriebenes Buch, aber damit muss ich sagen, also von diesen beschriebenen Büchern habe ich auch nicht so viel Ahnung, Okay. sondern eher nur von diesen, was ich zeig dir die mal eben, hier zum Beispiel sowas. Die findest du zum Beispiel in Dungeon, Ja. die haben dann so einen Effekt drauf und die musst dann halt mit dem Amboss, kannst du da halt das gegebene Werkzeug, das was ich dir gerade gegeben habe, war glaube ich Effizienz. Oder Silk Touch, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das wäre halt für eine Spitzhacke zum Beispiel. Und tust halt in einem Amboss. Ich hole mal gerade einen Amboss. Ja. Anvil, so. Da dann Rechtsklick drauf und links, glaube ich, das Werkzeug und rechts dann das Buch. Und da ist dann der Effekt drauf. Das, was du halt rausbekommst, da ist dann halt der Effekt drauf. Und da brauchst du halt ein paar Level für.
damit du halt nicht wild verzauberst wie hier, weil da kannst du es ja nicht ablesen. Da sind ja irgendwelche japanische, chinesische Schriftzeichen drauf. Ja. Und da weiß man ja nie, welcher Effekt kommt und dadurch kann man halt den Effekt, sag ich mal, bestimmen. Und man könnte die dann auch noch kombinieren und ach, der Scheiße. ja, aber das kostet halt auch sehr, sehr viel Level. Okay. So, jetzt bin ich hier nur am Überlegen, was so, weil Inneneinrichtung liegt mir wirklich so gar nicht. Also Also, du brauchst so null. auf jeden Fall eine Küche. Und du brauchst ein Okay. Bett. So, ich tue mal einfach mal Zäune in jede Ecke, das kommt immer Was gut. magst du für eine Küche? Eine aus Ziegelstein, eine Ich habe aus. noch nie eine Küche gebaut, deswegen Was? da lasse ich dir mal jetzt freie Wahl, da darfst du mein Haus verschönern, wie du willst. Okay. Ach, bin ich doof. Ich habe die dumme Angewohnheit, dass ich meine Sachen hier immer irgendwie verschwinden lasse, obwohl ich das gar nicht machen will. Das war Auch gut. gut. Sehr schön. Das hat er aber gut gemacht. Ah, das sieht aber voll scheiße aus. Ja, ich spoilere mich jetzt mal selber. Du machst mit dem Clan Crafter, ne? Claim, Clan Crafter. also vom Dragon, bei Dragon Ball Claim Craft, Genau. ja. Der nennt sich auch Sui, ne? Genau. Ja. Meine Abonnenten haben mich nämlich drauf angeschoben, dass ich ihn doch einladen soll. Und der wird nämlich nach dir kommen. Okay. Finde ich auch ganz lustig, weil ich wusste nicht mal, dass ihr das zusammen macht. Da habe ich mir gedacht, so, toll, scheiße. Nicht, dass da jetzt irgendwie der Verdacht kommt, dass ich da euch irgendwie alle anschreibe, sondern das sieht man auch anhand der hey, Kommentare. Ja. Weil ich meine, ich gehe da auch nicht wirklich auf jeden Kommentar ein, wo sie dann schreiben, ja, hier, frag mal den, frag mal den, frag mal den. Also die Leute müssen mir dann persönlich schon auch zusagen, weil sonst hat das Ganze ja gar keinen Wert. Ja, aber. Ach, genau, was ich nochmal ansprechen wollte, weil du ja am Anfang meintest, dass die meisten halt nicht antworten, aber dazu wollte ich noch was anderes Ja. sagen. Jetzt gerade bin ich natürlich wieder so vergesslich. Vielleicht fällt es mir noch ein, ich überlege mal weiter. Mach mal. Und ich suche hier so Wo lange ist mal mein das? Spülbecken, wenn ich es finde. Ah, ja. Okay. Ach, scheiße, bin ich doof. Ach, Mann, oh, ich bin heute echt zu dumm zu allem hier. Mann. Ja, wie sieht's denn bei dir aus mit Sachen Mindset und sowas? Hast du sowas schon mal gespielt? Mindset nicht, das mag ich nicht wirklich. Okay. Was ich momentan in letzter Zeit oft spiele, Gun Game auf dem Craft Games Server. Kennen viele meiner Abonnenten, denke ich mal. Okay. Da macht das sehr viel Spaß. Auf dem Heavy War Server da von Mojang Minecraft, da mag ich nicht wirklich. Da finde ich das Prinzip nicht so gut. Sonst PvP zocke ich auf dem Hypixel Server Walls, finde ich richtig geil. Das habe ich auch mal gespielt gehabt. Das ist, finde ich, total nice gemacht. Also das ist sehr, sehr geil. Da hast du recht. Ja, das habe ich das erste Mal gespielt und habe dann direkt gewonnen gehabt. Das war richtig fetzig. Ich keine Ahnung gehabt, was ich überhaupt machen muss. Ich habe einfach alle umgeklatscht und habe dann direkt Ja, gewonnen. das ist auch gut. Ja, was die meisten da machen dann, die bauen sich dann extra eine Base und keine Ahnung was. Oh, und das finde ich immer so richtig nervig. Okay. Das kotzt mich dann immer so richtig an, wenn die da irgendwo bauen, die sich dann ganz oben, damit du die auch gar nicht erreichen kannst. Und ja, das finde ich dann immer so richtig nervig. Aber Das naja. glaube ich dir auf jeden Fall. Ich habe es ja bis jetzt nur einmal gespielt. Das andere, was du jetzt gesagt hast, kenne ich zum Beispiel gar nicht. Da ist es halt, also wenn ich das mal erklären soll, Ja, oder? bitte, gern. Da ist es halt so, du bist mit 10 Leuten maximal, also auf dem Server, von dem ich jetzt rede, mit 10 Leuten maximal, auf dem Server halt, und ihr bekommt nach jedem Kill, so wie halt in MW3 oder so in Gun Game, immer eine neue Waffe. Das ist aber so, nach den, er also die ersten 4 Kills bekommt man nur eine Rüstung. Also Kettenrüstung kriegt man, glaube ich, mit Kettenbrustpanzer fängt man da an, und dann Hose, Schuhe und Helm und so weiter. Okay. Ja, und dann nach der Zeit kriegst du halt immer bessere Waffen wie eine Steinaxt, Eisenaxt und so weiter. Okay. Dann noch ein Bogen und ja, dann fängst du mit den Schwertern an, bis zum Diamantschwert.
Und dann wieder halt einen Bogen. Und nach 15, ja, wenn du 15 Leute gekillt hast, ist die Runde halt beendet und du hast gewonnen oder halt verloren, je nachdem. Okay. Ja, und macht eigentlich richtig Bock. Die sind dann noch am, also die machen da bald noch neue Maps drauf, damit man mehr Spielspaß hat und neue Waffen wahrscheinlich, also weitere Ränge. Okay. Weil normalerweise, also im normalen Gun-Game von MW3 jetzt oder generell COD gibt es meistens 18 Ränge und ja, da versuchen die das jetzt genauso zu machen. Okay. Das ist wirklich Und interessant, ja. was es da alles so gibt. Ich meine, ich habe Mindset mal gespielt. Was das Days ist zum Beispiel, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, da gibt es so einen Ey, Haufen Zeug. es gibt ja jetzt Blitz-Survival-Games, das finde ich richtig gut auf dem Hypixel-Server. Okay. Da kann man halt am Anfang sein Kit wählen und nach einer Minute bekommst du dann das Kit wieder. Das ist richtig geil. Okay. Und ja, ist halt so wie Survival Games, nur das geht viel schneller und dann gibt es auch noch so Special-Item. Wenn du das hast, da kannst du dir noch eine Extra-Klasse sozusagen, ein Extra-Kit holen. Und damit kannst du dann, wenn du zum Beispiel VIP bist, dann gibt es so eine Klasse Robin Hood. Damit kannst du alle mit einem Pfeil instant töten innerhalb von 30 Sekunden. Also ist dann halt 30 Sekunden hält das an. Und wenn du die einmal triffst mit einem Pfeil, sind die instant tot. Okay. Und das ist dann halt richtig OP und ja, da kannst du manchmal so richtig abgehen. Aber das so ist, du wirst als VIP ab 75.000 Abonnenten oder so und Oh, okay. das ist richtig krass. Andere verlangen da, glaube ich, erst 10.000 oder jetzt half mittlerweile 25.000, aber 75.000 ist das schon recht heftig. So, und jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich bauen soll. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas am Dach verbessern kann oder so, Aber weißt aber. du, was ich mich da frage? Warum setzen die da so riesige Limits? Ich. Weiß ich auch nicht. Also vielleicht wollen die das so wenig wie möglich durch die oder durch die Abozahl Premium bekommen, damit die sich das alle kaufen oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, finde ich auch sehr schade, aber Ist ein bisschen da kann man leider merkwürdig. Ich nichts. meine, ich habe ja noch vor, auf dem Server von Gomme zu spielen. Da habe ich nämlich VIP. Aber auch nur, Okay. weil ich es von ihm gekriegt habe, weil er bei uns im Netzwerk ist. Ja, da, aber ich glaube, da kann man sich das VIP sogar kaufen. Ja, kann man, glaube ich. Also ja, doch, klar, doch. Ich verstehe so Zeug nicht. Ich nichts verstehen. Naja, gut, der Server muss ja auch irgendwo von leben, sage ich mal, Ja, und klar, auf jeden Fall. durch diese, das sind ja eigentlich Spenden, sind das ja nur. Die haben halt davon selber was von diesen Spenden, aber das sind ja so gesehen Spenden, die den Server gut tun. Okay. Und dadurch hält er sich ja länger. Aber ja, kommt drauf an, wie die Preise sind, sage ich immer, ne? Das Also wenn stimmt, man ja. das jetzt übertreibt, dann ist es jetzt auch nicht mehr so gut. Muss man halt mal gucken. Da hast du auf jeden Fall recht, wobei ich mich mit sowas ja überhaupt nicht auskenne. Ich lasse den Server hier ja über die Minecraft-Exe laufen. Und ja, ich war mal am Überlegen, mir von Nitrado einen Server zu holen. Ist für mich halt die Frage, ob sich das für mich lohnt. Ja, gut. Wenn du halt einen Server brauchst, ne, und ja, den halt nicht mehr finanzieren kannst, dann auf jeden Fall. Nur ich bei Nitrado kriegst du, glaube ich, auch erst eine Partnerschaft ab 10.000 oder so und ja, also da ist auch wieder so ein hohes Limit. Die machen, es ist halt meistens so, dass das so ein hohes Limit ist. Finde ich auch recht schade, dass du eigentlich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten Leute Fame werden wollen, weil du einfach damit mehr Möglichkeiten generell hast und eigentlich fast alles gesponsert bekommst. Zum Beispiel habe ich jetzt auch, ich hätte jetzt zum Beispiel auch von Rocket mir Hardware sponsern lassen können und hätte dafür halt nur ein Video machen müssen und keine Ahnung, 60, 70 € dafür eine Tastatur sparen können. Okay. Oder für eine Maus und momentan habe ich da aber gar keine Lust drauf. Ich bin mit meiner Hardware ganz zufrieden eigentlich und ja, da, also wenn ich da mal Lust habe, dann würde ich die halt anschreiben. Aber sowas kann man halt jetzt als kleinerer YouTuber nicht Ja, und klar. das halt, die meisten sehen halt auch in YouTube, ich sag mal so, wenn man keinen Spaß an YouTube hat, sollte man es auch lassen, weil die meisten sehen halt wirklich nur dieses Kommerz-Ding. YouTube ist für mich generell nur noch auch Kommerz Oh geworden ja, da hast du auf jeden Fall und recht. die meisten sehen einfach nur noch, ja, Fame, Geld und sowas halt. Das ist halt der Grund, warum die meisten mit YouTube anfangen und berühmt werden wollen. Ich habe einfach mit YouTube angefangen, ich hatte Bock.
Und ja, habe halt auch wirklich aktiv Videos gemacht. So habe ich anfangs gar nicht gedacht. Ich dachte mir so, komm, haust du mal ein paar Videos da raus in der Woche, ein paar. Aber ich habe dann wirklich immer mehr Lust bekommen und dann Abonnentenzuwachs. Boah, ich weiß noch, sogar meine ersten 20 Abonnenten, da habe ich direkt ein Special rausgehauen, weil ich mich richtig gefreut habe. Ja. Ich fand generell, ja, das war, ich habe so viele Specials schon gemacht und ich verstehe auch nicht, warum manche YouTuber da wirklich gar keine Specials machen, weil ein bisschen haben, ja, Abonnenten da auch verdient, sage ich mal. Naja, klar. Ich meine, gut, wenn man keine Idee hat, so, ja, ist halt so, aber ich finde, kann man ganz gut eigentlich machen. Special muss ja jetzt auch nichts Großes sein, vor allem Anfangsphase habe ich meinen 20 Abonnenten einfach die Namen hingeschrieben auf dem Boden. Okay. Und ja, aber ich habe mich da auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Das glaube ich dir. Und ja. Ich habe ja auch am Anfang direkt so ein Valentinstag-Special gemacht und einen Haufen Zeug und war. Ja, ich fand aber YouTube auch 2011 viel besser als mittlerweile. Wie gesagt, ist noch Kommerz geworden. Dann verändert YouTube einfach alles und früher gab es ja noch dieses Sternesystem. Ich weiß nicht, ob du da das schon verfolgt hast. Da konnte man Sternesystem. halt, also du konntest halt anstatt Daumen runter oder Daumen hoch 1 bis 5 Sterne abgeben und nicht irgendwie -5 oder sowas. So ein Kack finde ich total dumm, weil die meisten ja nur noch gehatet werden Ja. dadurch. Und das war alles früher geiler, das Kanaldesign fand ich viel geiler als heute und war einfach, ich wünsche mir manchmal echt, ich bin noch so klein und alles ist wie vorher. Du, das sagt Ja. Hannibal aber auch. Ja, Echt? die Hannibal war ja auch schon hier zu Hm? Gast und sie sagt auch, also, sie hat es auch sogar bei mir unter einem Video geschrieben, da müsste ich so mal, sogar mal gucken, hat sie geschrieben, also manchmal wünscht man sich seine 1000 Abonnenten wieder. Ja. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich ansprechen wollte. Und zwar war das nämlich, du hast ja gesagt, dass du nicht gepusht werden willst, sage ich mal, weil was bringt die 10.000 Abonnenten, wenn dann halt nur 1.000 gucken? Genau. Das ist bei mir halt auch so. Bei mir sind die Abos halt egal, deswegen antworte ich auch jede Nachricht. Oder ich sag mal, du hast jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten hast du? Etwas über 600. Ja, und deswegen, also.